Okay. Also, wir wollen fangen an mit. Oh Gott. Swoop. Wir fangen hier mit 1 an, dann gehen wir hier zu 2. Dann haben wir hier die 3. Dann ist hier die 4, die 5 und die 6. Okay. Also, 1 ist schwarz. 2 ist nix. 3 ist weiß. 4 ist nichts. 5 ist schwarz und es ist nichts. Und da ist das Blatt. Okay, wir haben irgendein Zeichen eingesammelt. Haben wir hier noch irgendwas? Wie viele Blätter wir schon haben. Nope. Und wir können jetzt das Zeichen hier einsetzen. Aha! Forscher, Errungenschaft freigeschaltet. Gehen wir da jetzt hin? Oho! Okay, cool. Wo sind wir jetzt hingesprungen? Nur zum ersten, okay. Ach du meine Güte. Ich mache mir davon schon mal ein Foto. Ich glaube, das wird uns nachher noch ein bisschen was helfen. Was ist das hier? Ein Fußabdruck. Nein, können wir nicht. Okay. Verbinden können wir hier auch nichts. Müssen wir das wohl nachher machen. Ich glaube, hier ist aber auch wieder ein Blatt, ne? Ja. Ah, da ist es. Da ist es. Gehen wir jetzt zurück oder gehen wir weiter? Wir gehen weiter, ne? Ja, wir gehen weiter. Hier sind sogar 2 Blätter. Oh, da ist eine Uhr. Oh, wie spät war denn das? Oh nein, wir müssen wieder zurückgehen. Was ist das hier? Ach du meine Güte. Ist das mit hoch und runter? Okay. Ach, da ist ein Blatt. Schön. Wir gehen erst einmal einmal zurück. Oh, hallo. Wir gehen erstmal einmal zurück und gucken uns die Uhr nochmal an, wie spät das war. Oh, wo hatten wir die Uhr denn? Wo war die Uhr? Die Uhr. Hier war sie nicht.
Da. Es ist... Ja. Es ist jetzt 10 vor 5. Oder 20 nach 10. 25 nach 10. Okay, wir schreiben beides auf. Wir haben einmal 10 Uhr 25. Oder 22 Uhr 25. Oder wir haben 4 Uhr 50. Oder 16 Uhr 50. Oder wir haben 10 und 5. Okay. oh Mann. So viele Möglichkeiten. Oben. Seite. Und so. So. Wir haben entweder 4 Uhr 50. Nein. Dann haben wir 10 Uhr. Oh. Ah, 10.25 Uhr war es. Okay. Bing. Haben wir hier noch jemanden? Nö. Ja, aber das war ein kurzer Aufenthalt, weil wir haben ja jetzt schon die... Es geht ja noch weiter. Wir haben ja jetzt auch schon ein zweites hier Symbol eingesammelt. Hätte ich nicht gedacht. Wenn jetzt einfach... Oh, wir müssen, glaube ich, einfach zurück. Das hier verwirrt mich noch. Bin mir nicht sicher, wofür wir das hier brauchen. Ganz schlecht mit einer Hand. Oder auf hier. Ja. Ich hab's. Auch wenn es ein bisschen unscharf ist, aber naja. Schauen wir mal, was das mit sich... Was das... Was das in sich verbirgt. Ist das das richtige Wort? So, hier kommen wir aber scheinbar nicht weiter, weil hier fehlt uns irgendwas. Wir können auch nicht ohne hierfür reinschmeißen. Oh. Schön Ding gemacht. Okay. Dann gehen wir zurück. Wir haben das Symbol für ihn hier. Ah, das sind die vier Blätter gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die Bohne. Nicht? Okay.
Okay, wir müssen scheinbar herausfinden, welche Farbe die richtige ist. Oh je. Farbe. Farbe hier. Warte mal, wir haben Gelb, Lila, Rot, Grün und Blau haben wir hier in der Reihenfolge. Und wo haben wir da hier was? Wir haben Gelb, Lila. Grün, Blau. Grün, Blau ist in der Reihenfolge. Es sind zwei Blaus. Willst du uns irgendwas sagen? Oh, warte mal, wir haben eine Lila und eine Bohne, ne? Jetzt müssen wir die Bohnen dann einfach hier noch packen. Aha. Okay. Das hörte sich nicht gut an. Scherben? Warum haben wir Scherben? Wir haben Scherben bekommen. Und das hat dann aufgehört zu leuchten. Okay. Wo brauchen wir denn die Scherben? Hallo? Ihr seid ja niedlich. Ihr habt Arme an den Köpfen. Gut, dass ich hier nochmal überall rumgeschaut habe. Weil die hätte ich sonst verpasst. War auch nicht. Oh, ah, okay. Ja. Ah gut, die können wir nicht drehen, die brauchen wir nicht drehen. Na, immerhin schon mal das. Jetzt so ein bisschen was von Puzzeln. Wo ist die richtige Farbe?
Gott, Entschuldigung, dass ich gerade so leise war. Ich musste mich gerade ein wenig konzentrieren. Hallo, wer bist du denn, Oberla?